nach der Rückkehr aus der Karenz, wo ich ja vorher Vollzeit war, ja, die Teamleiter davon zu überzeugen, dass ich meinen Job auch in Teilzeit machen kann. Die Geschäftsführung hat mir das irgendwie leichter abgenommen. Ja, die haben gesagt, ja, das probieren wir schon, das machen wir schon. Die Teamleiter haben damit ein weit größeres Thema gehabt. Naja, also vielleicht zum einen Teil ich selber, weil ich lernen musste, quasi diese zwei Berufe, diese zwei Bereiche, die ich halt einfach gerne machen möchte, unter einen Hut zu bringen, was beruflich damit zusammenhängt oder halt das beinhaltet, dass ich wirklich konsequent nach meinen 8 Stunden gehe, weil ich es halt einfach sonst nicht unter einen Hut bekomme, wirklich so viel zu trainieren. Hindernisse waren sicher, wenn man etwas nicht erreicht hat, dann findet automatisch, zumindest bei mir, so ein bisschen so eine Blockade auch statt. Und nach einem Misserfolg, das kann sein ein internes Projekt, das kann bei einem Kunden gewesen sein, das kann was auch immer sein, dann wieder auf die Spur zu finden, das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen. Fremdeinflüsse waren sicherlich dieses Vertrauen, die kann das. Weil ehrlich gesprochen, als ich hier begonnen habe, auch in meiner Vorfirma war ich ja schon Personalleitung. Ich war in beiden Fällen genau genommen noch sehr jung für eine Personalleitung. Also ich begonnen habe, war ich 28. Ja. Habe die Personalleitung gehabt, also da war ich noch recht jung und trotzdem dieses Vertrauen, die macht das schon. Ja. Und auch mal diese Fehlertoleranz irgendwo zu sagen, ja, mal was verbockt und dann geht man hin und sagt, habe ich verbockt, habe ich nicht gut gemacht, tut mir leid, habe daraus gelernt und dann war das auch wieder gut. Eigentlich würde ich sagen, Kollegen und Vorgesetzte, weil die nämlich teilweise an mich geglaubt haben, wo ich selber nicht an mich geglaubt habe oder mir Sachen zugemutet haben oder zugetraut haben, muss man eigentlich sagen, wo ich selber gesagt hätte, das will ich nicht machen, das kann ich nicht, da bin ich noch nicht gut genug. Am meisten weitergebracht haben mich natürlich Vorgesetzte, die an einen glauben, die einem Aufgaben zuteilen, zutrauen, für die man vielleicht selber noch nicht so bereit gewesen wäre. Aber auch Kollegen, mit denen man dann im Team an etwas arbeitet und für etwas arbeitet.